So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Wi-Fi Battles. Wie angekündigt heute in der Feuer-Episode. Heute geht's los mit einem Underused Battle. Wieder dasselbe Team wie letztes Mal. Ich fange an mit Slashman mit einem Shaman. Ich habe sein Team gesehen und am Anfang sieht man immer das Team seines Gegners und ich dachte mir nur so, könnte ein bisschen eng werden, weil das schon ein ziemlich, ich sag mal, solides Team ist, also so schien es mir. Und dann hat es Schaden, dass dieses Shaman hier an mein Lili macht. Nehme ich an, dass es ein offensives Shaman ist. Ich wechsle mein Lili rein, weil ich die Erdkräfte eigentlich schon mehr oder weniger predicted habe. Und versuche daraufhin sein Crobat oder irgendein Pokémon von ihm schlafen zu lassen. Aber ich, ja, bei meinem Glück treffe ich natürlich mal wieder nicht. Wechsle in sein Dingenskirchen wieder mein Slashman rein. Und anhand des Schadens, weil das schon ein bisschen viel war mit Kehrtwende, wusste ich oder konnte ich auch annehmen, dass es dann ein Choice Bandit Crobat war. Also ein Choice Bandit X-Bait. Und daraufhin kommt wieder dieses Shaman rein. Und dieses Shaman ist so mega gefährlich. Hier mit Seed Flare lässt es hier meinen Spezialangriff nochmal halbieren. Und anhand dieses Schadens hier dieses Mal weiß ich, dass es auf jeden Fall ein Choice Specs Shaman ist. Was schon ziemlich bitter ist, wie ich finde. Weil dieses Team eigentlich schon ziemlich viel, oder dieses Ding ziemlich viel meines Teams zerstören kann, wie ihr wisst. Weil was kann ich denn sicher in einen Seed Flare reinwechseln? Eben, fast nichts. Und ja, ich wechsle drauf in mein Zucchini Victini. Das Wii-Roulette! Und Victini ist ja auch Choice Bags meinerseits. Und weil ich in seiner Preview auch gesehen habe, dass er einen Hundemon hat, habe ich nicht hier zu den Blauflammen gegriffen wie üblich, sondern zu Donner. Eigentlich wollte ich erstmal vielleicht noch Fokusstoß einsetzen, aber weil ich nicht riskieren wollte, dass er dann vielleicht ein anderes Pokémon reinwechselt. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Moment. Ich glaube, Azumarill kann das sein. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich nicht riskieren, dass er da was Bestimmtes reinwechselt. Kann auch sein, dass... Doch, ah, doch, ich weiß wieder, was es war. Ich wechsle aber in seinen Hundemon mein Azur, also mein Azumarill, weil ich gedacht habe, dass ich das Hundemon eventuell hier mit Tiefschlag angreifen könnte. Und ich wollte auf jeden Fall meinen Victini noch behalten, weil Victini ist mein gefährlichster Angreifer, wie ich finde. Und ich wechsle meinen Slashman rein, ja. Hier habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und bin drin geblieben, weil dieses Tea Party Azumarill auf jeden Fall Abgesang eingesetzt hat. Und der hat mir erstmal so Abgesang, hä, was wird das für ein Set? Und ich wollte erstmal meine Tarnsteine rauslegen, weil die Tarnsteine schon extrem wichtig sind, wie ich finde. Und er benutzt die eiskalt erstmal Whirlpool. Und ich denke mir nur so, toll, jetzt hast du deinen Slashman schon zu 100% verloren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, der Typ greife mit Whirlpool an. Ich kann nicht mehr rauswechseln, weil ich im Whirlpool gefangen bin. Daraufhin ja, zählt Abgesang die ganze Zeit weiter runter. Mir war klar, dass er hier zu Schutzschild greifen wird und ich versuche da nochmal irgendwas mit Toxin zu vergiften. Daraufhin steht Abgesang in der nächsten Runde bei 1 und zwar bei beidem. Er wird rauswechseln, ich werde rauswechseln. Ich habe eigentlich vermutet, dass er eventuell auf sein X-Bad rauswechseln wird, was er aber nicht getan hat, wie ihr sehen werdet. Der wechselt jetzt nämlich auf sein Hundemon ein und Hundemon wird aufgrund der Tarnsteine zerstört, kaputt gemacht, nennt sie wie ihr wollt. Und ja, ansonsten fand ich es halt noch ziemlich interessant, dieses Azumarill. Und das will ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ich meine, Abgesang mit Whirlpool. Whirlpool muss dann natürlich treffen und bei 70% Treffergenauigkeit ist das halt nicht immer gegeben. Aber diese Kombination an sich ist natürlich schon ziemlich gefährlich, besonders im One-on-One irgendwie. Wenn man hier so auf so ein Stall War auf ist. Und daraufhin kommt sein Mew und Mew, ja, Mew. Ich sehe Verhöhner und denke mir nur so, heilige Scheiße, das ist ein defensives Mew, was mir jetzt so ziemlich den Tag vermiesen wird. Jo, er setzt Verhöhner ein, daraufhin nochmal die Tarnsteine. Ich versuche mit Frustration nochmal so viel Schaden wie möglich mit meinen Steven rauszuhauen, aber lande sogar noch ein Crit. Der Crit käme sogar ziemlich gut, wenn der gekillt hätte, aber leider killt es halt nicht. Und Mew ist leider auch schneller und Mew hat halt leider auch Ruheort, womit er auch noch eine gute Recovery hat. Und ich dachte mir nur so, puh, das ist scheiße. Das ist extrem scheiße. Ich greife hier nochmal halt mit Frustration an, ein bisschen Schaden raushauen und so. Aber ja, ich kann hier mit Relaxo nicht drin bleiben. Und wie wir aus deiner letzten oder aus meinem letzten Team noch wissen, habe ich natürlich noch mein sogenanntes Lilili, genau. Und Lilili, ich dachte mir so, ja, Lilili, komm.
Diesmal kannst du doch vermutlich irgendwas schlafen schicken, ja, mit Schlafpuder. Und wenn ich dieses Mew hier schlafen lasse, dann wäre das schon ziemlich gut, weil damit wäre eine Wall seinerseits schon mal, ja, gelähmt, sag ich mal, für ein paar Züge. Er wechselt wieder zurück in seinen Meta Knight und Schlafpuder dreimal durch die Raten. Trifft natürlich wieder nicht. Hey, bei meinem Glück ist es natürlich ziemlich gut. Hier sieht man dann auch auf jeden Fall nochmal, weil die Recovery fehlt mit Giftstein oder was weiß ich, dass das Teil irgendwie mit einem Wahlband gespielt wird. Oder einem Wahlschal. Wahlschal spielt man nicht, weil X-Ball sowieso schon scheiße schnell ist. Schnell. Und ja, ich wechsle dann hier in mein Meta Knight, in mein Philateron, in mein Scaraborn. Und ich wollte eigentlich hier zu Megahorn greifen. Wenn ich hier zu Megahorn gegriffen hätte, dann gäbe es wahrscheinlich auch den Kill. Weil ich meine Choice Band, Philatron. Das gäbe auf jeden Fall viel Schaden. Ja. Und meine erste Steinkante trifft auch wieder nicht, wie auch so üblich. Daraufhin setzt dieses Mew dann auch Wandler ein und ich denke mir halt wieder nur so, fuck, das Ding hat jetzt auf jeden Fall den Choice Band Boost auch noch erhalten. Kopiert ja die ganzen Statuswerte auch mit Wandler und kann auch noch hier meine kompletten Attacken nutzen. Und ich treffe dann halt mit Wahlband, hier mit Steinkante wieder nicht, nachdem sie oder es oder keine Ahnung was mit Steinkante angegriffen hat, was ich ziemlich scheiße fand. Und ich wechsle hier zurück in mein Victini. Und ich greife hier mit Victini sogar an, und zwar mit der guten alten Attacke Blauflammen. Yo, Choice Packs Blauflammen auf einem defensiven Azumarill. Ich dachte mir, vielleicht macht das nicht so viel Schaden. Denkste, Blauflammen macht hier ungefähr, ich sag mal, ein bisschen weniger als 50%, aber trotzdem, bei einem defensiven Azumarill, was auch noch eine Resistenz vorzuweisen hat gegen Kampfattacken, ist das schon ziemlich krass. Und er stallt hier nochmal ein bisschen rum mit Schutzschild, um hier ein bisschen HP wieder zu generieren. Und ich dachte mir schon, dass er hier zur Wasserdüse greifen wird. Ich greife wieder den Blauflammen an. Und Blauflammen hat eigentlich eine 20%ige Chance zu verbrennen. Und hätte ich bei den ersten Blauflammen verbrannt, dann wäre das schon ziemlich geil gewesen. Ich meine, mit Blauflammen verbrennen, so dass seine Recovery am Arsch ist. Zusätzlich macht er noch hier halb so viel Schaden mit Aqua Jet. Das wäre ziemlich geil gewesen, ja. Hereinkommt dann noch sein Dianchu und versucht mit Turmkrieg anzugreifen. Ja, ich dachte eigentlich schon, dass er das machen wird, weil er wahrscheinlich denkt, ich wechsle irgendwie jetzt zu meinem Relaxo oder ähnlichen. Trifft nicht. Mal ein bisschen Glück auch auf meiner Seite, warum nicht? Und der K.O. auf diesem Ding. Daraufhin kommt nochmal sein Hidden Leaf rein und K.O.t mich mit Luftschnitt. Und am Ende hat er mir halt gesagt, dass es ein Choice Specs Shaman ist, mit maximal Spezialangriff. Und das war ein Speed-Tie. Ja, er hatte 299 Speed, ich hatte 299 Speed und ich habe den Speed-Tie verloren, sehr unglücklich. Hätte ich den Speed-Tie nicht verloren, wäre ich in der Lage gewesen, diese Shaman zu K.O.en mit meinen Blauflammen. So ist es dann leider nicht gekommen. Ich wechsle meinen Relaxo ein und Relaxo hat halt relativ viel HP, inklusive vielen und beziehungsweise hohen Spezialdefensivwerten. Spezialdefensivwert. Und ich versuche hier nochmal mit Luftschnitt ein bisschen, Luftschnitt ein bisschen auszuwallen, dieses Shaman zu besiegen. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass Luftschnitt nicht flincht. Ja, wenn Luftschnitt flincht, dann wäre das ziemlich schmerzhaft, ziemlich bitter und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und ja, hier nochmal Schutzschild, um ein bisschen mit Überresten ein paar HP zu generieren. Und der trifft auch mit Luftschild die ganze Zeit, was ich ein bisschen bemerkenswert finde, denn wenn ich mit Luftschild angegriffen habe damals, hat das kaum getroffen, ja? Jo, Frustration, K.O. dann in der nächsten Runde dieses Shaman und Shaman beißt ins Gras, ne, wie ich so schön zu sagen pflege. Und daraufhin kommt wieder dieses lästige Choice Bandit, Crawbat rein, X-Bat rein. Ich versuche hier nochmal wieder mit Schutzschild ein bisschen HP zu generieren. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Sturzflug kommen wird. Stab, Sturzflug mit maximalen Angriff. Ich habe damit gerechnet, dass ich eventuell einen Angriff ganz knapp widerstehen werde. Ich wollte nochmal kalken, wie es denn ausschaut. Ob ich das dann jetzt hätte überleben können oder nicht. Aber leider überlebe ich nicht. Daraufhin muss ich leider hier mit Wasserdüse Revenge killen. Wäre nett gewesen, wenn ich noch hier irgendwie mit Kaskade hätte angreifen können, weil wenn ich jetzt mit Kaskade hätte angegriffen, hätte ich in der nächsten Runde dieses Mew wieder mit Kaskade angreifen können, weil ich ja natürlich, ich glaube, ich müsste eigentlich schneller sein, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und ich hätte natürlich noch die Chance gehabt, hier dieses Mew zu flinchen, ja.
Das wäre ziemlich gut gewesen, aber ich lande in Crit leider an falscher Stelle und ich bin jetzt in Aqua Jet gelockt. In der nächsten Runde wird er wahrscheinlich, oder wird er mit Wandler die Form eines Azumarills annehmen und dann ist Sense, ja. Ich reite nochmal mit Aqua Jet an, versuche ein bisschen Schaden rauszuhauen. Er wechselt jetzt hier in Kakashi, hier mit Kakashi in seine, in meine Azumarill Form. Kriegt den Bonus wegen, wegen des Walbands. Ich habe ja ein Walband drauf auf meinen Azur. Und Kraftkoloss. Ich habe ganz minimal gehofft, dass ich eventuell diesen Kraftkoloss überleben werde. Demgar kam es leider nicht, aber gut. Gutes Spiel mehr oder weniger eigentlich nicht. Sehr viel Hex im Spiel gewesen. Sehr viel Pech. Ja, Verzeihung. Für mich auch. Aber ich hoffe, es euch, euch hat es gefallen. Hier seht ihr ja nochmal die Teams. Hätte ich im Schlafruder getroffen, sehe es wahrscheinlich ein bisschen anders raus. Dann wäre ich auch ein bisschen zu boosten kommen mit Falterreigen und so weiter und so fort. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, so ist halt das Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und von daher, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig. Euer Bengadas, Sehenfinger, ciao!